Einen wunderschönen guten Tag, wir sind zurück in War Thunder und heute geht's mal wieder in die Luft, nämlich mit der Do 217 M1. Ein, ja, richtig schnelles Ding, ein Schnellbomber so gesehen von den Deutschen. Und wo finden wir ihn? Gucken wir mal gerade ganz schnell. Ja, Rang 4 und dann die letzte Do, die man eigentlich erforschen kann. Matchmaking 5.5 haben wir da, genauso wie die K. Die Do hat nur einen gewissen Vorteil gegenüber der K, sie ist schneller, ganz einfach. Deutlich schneller, das Ding ist wirklich sauschnell und dementsprechend könnt ihr teilweise vor Flugzeugen wegfliegen, wenn ihr Schwung habt. Das ist immer so die Sache dabei. Ja, ganz guter Bomber mit gewissen Eigenschaften, die überhaupt nicht gehen, in meiner Meinung nach. Aber gucken wir uns das Ding jetzt mal ganz kurz an. Also, so sieht das ganze Ding nämlich aus. Als jetzt gucken wir uns mal in den Vorgänger an, da sieht man nämlich einen ganz großen Unterschied. Die K, so, man achte auf die Propeller. Da-da! Genau, das ist ein 3-blättriger Propeller und das andere ist ein 4-blättriger Propeller und ja auch der ganze Motor etc. Das ist was ganz anderes. Da gibt es dann einen richtigen Sprung. Guck mal, das sieht doch viel moderner aus, irgendwie. Ziemlich cool schon. Auf jeden Fall ganz, ganz nett, sage ich mal soweit. Bombenzuladung, ja, eigentlich typisch Do-mäßig, muss ich sagen. Ihr fangt an mit 4x250, das ist ein bisschen mühselig, aber ihr könnt hier sofort die 500er erforschen. Wenn ihr das habt, könnt ihr dann halt mit den 500ern direkt eine Basis auslöschen, das ist ziemlich gut. Und danach geht es halt weiter, könnt ihr die 1000er ranschrauben. Na, das ist aber eigentlich egal, ob jetzt die 4x500 oder 2x... Ja, zweimal 1000 nimmt, da ist man manchmal mit den 4x500er noch ein bisschen variabler, weil zum Beispiel auf Malta könnt ihr dann damit irgendwie, wenn ihr Glück habt, ja, 6-7 Panzer rausnehmen. Das geht mit den 1000er dann nicht so gut, weil ihr nicht so einen schönen Bombenteppich werfen könnt, genau. Ansonsten dann zum Schluss gibt es dann 4x SC-1000 darunter. Das ist natürlich ein riesen Ballermann, muss man einfach mal so sagen. Damit könnt ihr 2 Basen auslöschen, geht wunderbar. Und ja, eigentlich ganz nett. Ihr seht, ich habe es noch nicht ganz erforscht. Es gibt ja gerade den 50% Bonus wegen dem 5-jährigen Geburtstag von War Thunder. Habe aber schon ordentlich geforscht. Damit ihr sehen könnt, wie ordentlich ihr geforscht habt, zeige ich euch einfach mal, was ich jetzt schon habe. Also manchmal geht es gar nicht voran. Und also jetzt die Horten, dann die Arado. Und dann, ja, nächste Objekt ist dann die C3 von der Arado-Serie. Also es geht vor allem voran. Diejenigen, die sich natürlich jetzt sagen, oh, bringen wir wieder einen Panzer. Ja, das wird dann nächstes Mal wieder der Fall sein. Genau, Stuka wurde sich auch gewünscht, nicht, dass ich das vergessen habe. Stuka B kommt auf jeden Fall auch, also U87, genau. Aber da habe ich nämlich mit der Do heute ein so geiles Match gesehen oder gespielt. Leider habe ich es nicht aufgenommen, also nicht live kommentiert, deshalb werde ich es nachkommentieren. Aber es ist so gut gewesen, das muss ich euch einfach zeigen. Da habe ich hier noch einen mega geilen Booster, den hatte ich im Premium-Booster. Der hat für 50 Missionen, ging der über 3 Tage. Immer 50%. Also dementsprechend war es eine richtig fette Ausbeute ganz zum Schluss. Dann geht das wirklich sehr, sehr gut. Ja, ansonsten, wie gesagt, das Defensivverhalten von diesem Flugzeug ist wirklich sehr, sehr schlecht. Das muss man einfach sagen. Viele tote Winkel hat er hier. Also, wenn ihr so von der Seite kommt oder sowas, dann könnt ihr den einfach nicht, weil der Turm oben ist nicht drehbar. Das MG hier links und rechts raus, die sind halt sehr, sehr schwach. Und ja, hier unten hängt noch eins dran, vorne ist eins dran. Das vordere kann aber ganz schlecht nur im Radius schießen. Das ist, also die Defensivleistung, dieses Flugzeug abzuschießen, ist keine Kunst. Und ich glaube auch die ganzen Spitfires und P-51 oder so, die mich abgeschossen haben, während ich dieses Flugzeug geflogen bin. Ich weiß nicht, also wenn man so einen US-Bomber angreifen würde, so wie man die Do angreift, würde man hundertprozentig sterben. Die fliegen einfach eine Minute hinter einem und ballern was das Zeug hält mit den 50 Kalibern auf einen und dann zerfetzt das Ding einfach. Ja, ein bisschen schade, leider Gottes, weil es ist wirklich ein super Flugzeug, aber es gibt Runden, die sind richtig gut und es gibt Runden, die sind echt schwer, weil nämlich, ja, es kommt aufs Team drauf an. Teilweise war ich in der Luft gesehen, oh ja, Bomben weggeschmissen, also Bomben gerade aufs Ziel geschmissen, zurück. Und wenn ich dann nur noch der Einzige im Team bin, ganz ehrlich, dann lande ich, sofern ich das schaffe. Und wenn ich es gelandet habe, und dann habe ich, finde ich zumindest dann die Möglichkeit, hey, dann kann ich auch aussteigen, ne? Wenn ich dann schon gelandet habe, wenn ich dann hochgehe, ich bin hundertprozentig tot. Das ist so. Natürlich finde ich es doof. Ich war letztes Mal mit der Horten hinter einem Bomber her und dann ist er einfach rausgesprungen. Ja, das finde ich natürlich auch ein bisschen Käse, aber naja, so ist es halt manchmal. Ne? Naja, so, ich zeige euch jetzt mal das Video dazu. Wie gesagt, ist nicht live kommentiert. Ist nicht live kommentiert, aber ich denke, es wird euch trotzdem Spaß machen. Von da aus gesehen, bis gleich. So, also, da sind wir also in der Luft mit der schönen Do 217 M1 und ja, wir sind auf Norwegen, wie man ja noch nicht so ganz so gut sieht, weil es ist sehr bewölkt einfach, ja, ist halt so, ne?
Bomben zur Ladung habe ich jetzt erstmal, weil ich jetzt mal voll auf die Basen gegangen bin, halt vier 2000er. Ja, genau, mein Gott. Oh, überlegen, ne? So ist es halt. Genau. Ich bin der einzige Bomber in der Luft. Ansonsten schreibe ich auch oft in den Channel rein, hey, ich nehme die linke Basis, ich nehme die rechte Basis. Gerade wenn ihr die zum Beispiel Stock fliegt und ihr könnt gar nicht die Basis vollkommen vernichten. Also alle zwei, ne? Dann sage ich mir, okay, gut, machst du halt, schreibst das halt in den Channel rein, ne? Wenn ich zum Beispiel die beiden linken Basen hier, die kann man wunderbar in einer Reihe wegbomben. Die rechte Basis guckt so ein bisschen raus. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, da ist noch eine Do, dann sage ich einfach, hey, ich nehme die rechte Basis, sofern ich halt überhaupt die Chance gar nicht habe, beide Basen auszurotten. Das geht halt auszurotten, ne? Zu vernichten, so. Auszurotten hört sich aber ganz schön böse an. Naja, soll man nicht sagen. Egal. Genau. Ja, was soll ich sagen? Also ich versuchen mal das Level zu halten. Es gibt manche Do-Piloten, die ganz zum Anfang extrem stürzen. Ich finde das persönlich nicht so gut. Ich habe das auch versucht, aber da bin ich dann zu einem Punkt gekommen, den ich für mich persönlich nicht so gut finde. Ich bin zwar im Sturzflug ein bisschen, man sieht es oben, ich bin bei 3000 Metern, fallend, ne, 2,9 jetzt, weil wenn ich jetzt nämlich ganz steil gehe, dann komme ich mit der Kiste, also die kann ich auf 700 km/h bringen, ein Bomber wohlgemerkt, 700 km/h. Ich glaube, es ist der schnellste Propellerbomber im Spiel. Weiß ich nicht, behaupte ich jetzt einfach mal. Also zumindest, der so eine Tragkraft hat, ne, eine B-17 oder sowas, die kommt natürlich nicht mit. Wenn ich jetzt voll in Sturzflug sehe, dann gehe ich halt einmal auf 650 km/h, aber ich verliere die Geschwindigkeit viel zu schnell wieder. Und wenn ich dann am Ziel bin, bin ich erstmal sehr, sehr niedrig. Das habe ich dann, weil gerade auf dieser Insel ist die Flak sehr, sehr stark, finde ich zumindest. Da kann man durchaus mal ein, zwei Treffer mitbekommen und ratzfatz hat man Ölleck. Ja, und dann wird es halt eng mit dem Weg nach Hause. Ne? Da schafft man alles, keine Frage. Die fliegt sich auch noch relativ gut mit einem Motor. Ne? Also den Umständen entsprechend, sagen wir es mal vorsichtig, aus einem coolen Camouflage, wenn ich das mal so sagen darf. Deshalb bleibe ich dann lieber ein bisschen höher. Und wenn ich dann eindrehe und möchte dann zurück zur Basis, habe ich noch eine gewisse Höhe und durch das Drehen verliere ich so viel Geschwindigkeit mit diesem Ding. Das ist zwar relativ wendig, das Ding, aber natürlich nicht wie eine P51 oder eine Spitfire, die dreht einmal und dann ist sie hinter euch. Keine Chance, ne? Ihr könnt der Kiste auch nicht wegdiven. Also der einzige Vorteil ist halt, wenn ihr die Geschwindigkeit habt und ihr seid auf einem Level, dann wird es sehr, sehr schwer für den Gegner euch einzuholen, ne? Also natürlich für eine P51 mit Höhenvorteil, ja, keine Chance, ne? Aber ist halt so. So, also wenn ich jetzt auf den Punkt zugehe, werfe die Bomben ab und ziehe dann ganz stark nach rechts weg. Würde ich immer machen, weil links ist der Spawn und weg vom Gegner. Und dann wieder zurück zur Basis. Da unten sehen wir zum Beispiel die Landungsboote auch rumfahren, das ist ganz witzig. Wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe dann weg und dann verliere ich so viel Geschwindigkeit und habe nur noch, ich sag mal, 1000 Meter Höhe, wenn überhaupt, dann kann ich ja gar nicht mehr so schön runterdiven und dementsprechend fehlt mir dann ein ordentlicher Geschwindigkeitsboost. Und die Karre ist so schnell, guck mal, 523 km/h fliegen wir gerade. Ne? Ihr müsst auch bedenken, der Feind muss ja auch, erstmal wird er höchstwahrscheinlich ein bisschen Höhe machen und dann auf euch zukommen, weil er weiß ja nicht, es könnte ja auch einer sein, der ganz weit oben fliegt, dann ist er zwar unter euch, aber wenn ihr, ich sag mal, über 1000 Meter unter einer Do seid und die Do merkt das und gibt einfach nur Stoff, also steigt nicht mehr, dann ist es sehr schwer, diese einzuholen. Das steht zum Beispiel auch im Wiki drin, dass wenn sie einmal eine gewisse Höhe hat und eine gewisse Geschwindigkeit, dann ist sie sehr, sehr schwer zu bekämpfen, weil ja, sie fliegt einfach weg. Das ist echt gemein. Das gibt es zum Beispiel auch, wenn ihr mit amerikanischen Bombern auf, 6.000, 7.000, 8.000 Metern fliegt, dann gibt es teilweise Maschinen. Ich bin die BF-109 G6 geflogen. Da fehlt es einfach an Power und fliegt die einfach weg, der Bomber. Das ist sehr, sehr frustrierend. Genau. Wichtigste ist auch noch, die ersten beiden Bomben, die gleichzeitig geworfen werden, die an den Tragflächen hängen, die hängen logischerweise nicht im Bombenschacht. Danach gibt es einen Bombenschacht. Bombenschacht könnt ihr entweder öffnen, indem ihr die Taste zugewiesen habt, oder indem ihr einfach kurz einmal Bomben drückt. So, ich mache dann mal das Ding auf und schmeiß dann klack, klack, weg. So, jetzt drehe ich nach rechts weg, was ich gesagt habe. Habe jetzt noch 2300, 2400 Meter. Und ihr seht, wie viel Geschwindigkeit ich einbüßen muss, damit das überhaupt passt. Okay, und jetzt Karre gerade und dann weg damit. Ihr könnt ihr eigentlich auch recht lang auf dem, auf Vollpower laufen lassen. Das geht eigentlich sehr, sehr gut. Dann macht es auf jeden Fall Spaß. So, Basis zerstört. Sehr gut. Die ersten beiden Bäumchen sind, haben gesessen. Und die zweiten dann auch. Ist eigentlich immer eine sichere Sache, sag ich mal. 1000 Punkte sind da immer drin. Und jetzt habe ich was gesehen. Aha, ne? Also erstmal weg. Ihr seht, ich kriege da ruhig auch ein paar Treffer mit. Das ist natürlich nicht so schön. Aber, da musst du durch, ne? Ja, ist ja so. Sagen wir mal so. Genau. Und jetzt, also ich gehe erstmal auf jeden Fall einen Weg nach Hause. Ich bin jetzt bei 600, über 660 km/h. Fast 670. Also es ist unheimlich schnell, das Ding. Ne? Und da geht halt nochmal was. Teilweise werdet ihr sehen, dass er manchmal bei
ach, wer ist es denn? Bei 650 km/h auf einmal wird es rot, dann wird es bei 700 erst rot. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, weil die Höhe, die da angezeigt wird, das ist mal die Indicated Airspeed und es gibt auch den True Indicated Airspeed. Also das variiert dann immer. Deshalb jetzt manchmal, also wenn der Geschwindigkeitsmesser von der Do würde dann andere anzeigen, wie ihr eigentlich auf dem Boden hättet, wenn ihr da rumfahren seid. Das hat was mit Luftdruck etc. zu tun. Genau. So, jetzt habe ich auf die Karte geguckt. Habe ich noch gar nicht. Das ist doof, wenn man nachkommentiert. Ne? Da denkt man immer, man ist ja hier der Doofe. Aber, so, mal gucken. Genau, jetzt, so. Das war der Punkt dabei, wo ich mir dachte, okay, A ansteuern ist auf dieser Map teilweise sehr, sehr gefährlich. Habe ich schon oft mit meinem Leben bezahlt. Dadurch, dass da jetzt aber so eine Übermacht ist, meine Leute alle sehr gut gehen. Warum denn der italienische Flieger da vorne, die ganzen Landungsboote, naja, im Endeffekt war es ja auch in Ordnung. Ne? Man muss auch immer sagen, genau, und da frage ich halt jetzt, ey, safe, wollte ich das fragen? Oh, der ist safe, ja. Wie schreibt man das? Ach, egal, wieder weg und, ja, egal. Bisschen peinlich, ne? Ja, mit V wäre es richtig, ne? Ja, ist ja auch egal. Genau, da sehen wir jetzt, da eine Fireband ist da. Die ist natürlich sehr gefährlich, weil diese 20 mm Hispanos, die sind, also, boah, die holen nicht echt vom Himmel. Also, lange nicht so eine starke 20 mm im Spiel gehabt. Meine Meinung dazu. So, genau, also ihr seht, der Gegner hat schon 4 Flugzeuge weg, das ist schon mal ganz gut und die Fireband wurde gerade abgeschossen, sprich für mich erstmal, sieht es erstmal super aus zum Landen. Da ist eine, die G35 ist da, da ist eine 109 und noch eine 109 und da kommt eine Spitfire. Oh Gott, ja, was machen wir jetzt? Ne, die Spitfire selber ist immer die Frage, sieht sie einen oder sieht sie einen nicht? Man sagt ja immer so, also wenn man tief fliegt, zum Beispiel so 200 Meter oder sowas, dann wird man schlechter gesehen. Aber natürlich ab irgendeiner Distanz sieht man den auf jeden Fall. Der Itaka auf der rechten Seite, den interessiert das relativ wenig. Deshalb bleiben wir jetzt erstmal hinter diesem Hügel und ziehen das hier so ein bisschen. Das sieht schon cool aus, wenn man so tief fliegt und so weiter, dann macht das schon echt viel Spaß, ne? Genau. So, ziehen wir dann darüber. Und wir gucken immer noch, was macht die Spitfire. Ihr seht, ab und zu geht mal das Wasser so ein bisschen auf Volldampf. Das ignorieren wir einfach. Einmal kurz runtergehen, 95% und danach könnt ihr eigentlich fast schon wieder 100% geben. Guck mal, wie knapp das jetzt ist. Verdammte Kacke. Das war schon ganz cool. So, die Spitfire da vorne ist so schwer beschäftigt. Wenn sie jetzt auf uns gehen würde, wäre es ihr Todesurteil. Nicht, dass ich es nicht schon gesehen hätte, weil teilweise die Leute, die sind so killgeil. Die sehen dann halt, boah, da könnte ich eine Bombe abschießen. Aber dass ich hinter mir einander 6 habe und dann gerade bin, ja, kein Problem. Naja, die Spitfire hat sich ins Wasser gestürzt quasi, war dreckig und wollte baden gehen. Kein Problem. Kann man machen. So, Landeklappen etc. kann man bei dem Ding relativ früh rausholen. Also, oder mehr gesagt, bei 400 Sachen kann man die Startklappen rausholen. Ich komme sehr schnell rein. Ich wollte aber nicht noch einmal durchstarten, weil da nämlich noch was Rotes oben auf dem Radar ist. Hart aufgesetzt einmal. Eieieiei, das war aber echt eine bescheidene Landung, sage ich mal ganz vorsichtig. Klappen eingefahren. Warum fahre ich die Klappen ein? Weil ich gleich dann nach hinten ziehe und dann weniger Trieb habe, sonst geht die Karre nicht hoch. PN50 abgeschlossen. Sehr schön. Das gibt mir noch ein bisschen Zeit zu spielen quasi. Die Karre startet gerade wieder. Ihr habt unten keine Kollisionsabfrage, außer ihr fliegt in diese Häuser rein. Da bitte nicht reinfahren. Ansonsten, wenn da irgendwelche Flugzeuge stehen etc., dann geht das. So, da musste ich die Karre rumziehen in der Hoffnung, dass mir das Fahrwerk nicht wegbricht. Ist es nicht. Bricht auch sehr selten weg bei dem Flieger, muss man wirklich sagen. Der hält sehr viel aus. Und das geht wirklich sehr, sehr gut. So, da haben wir das nämlich auch soweit. Muss ich mal überlegen, was dann passiert. Das war schon alles ganz nett. Genau, erstmal aufmunitionieren und reparieren. Reparieren müssen wir gar nicht. Jetzt beachte man die K4, die da angedriftet kommt. Was die macht, das ist ziemlich cool. Und... Also, ne? Close. das war cool. Also der steht da, ich dachte auch so, okay, es kann ja eigentlich nichts passieren, aber ja, ne? Und der schreibt auch noch irgendwie EZ, keine Ahnung, ich spreche kein Kauderwelsch. Egal. So, wir sind jetzt wieder voll funktionstüchtig. Diese Karre braucht wirklich viel Startbahn, gerade mit dieser Bombenzuladung. Links sind natürlich ordentlich Feinde und da sieht man, die P47 hat einen von uns rausgenommen. Das ist natürlich überhaupt nicht gut, weil wenn ich jetzt starte, bin ich natürlich ein super Ziel. Das wollen wir nicht. Wichtig ist bitte, die Karre sofort gerade setzen. Das ist bei jedem Flugzeug so. Bitte erst nach vorne setzen und dann irgendwann, wenn ihr genug Geschwindigkeit habt, so 180, 190, kann man so langsam am Hebel ziehen und bitte sofort das Fahrwerk einfahren. Das, was ich jetzt gemacht habe, ist sofort lenken. Grenzwertig. Wir sehen das gleich nochmal ein bisschen anders, genau. Vielleicht ein Rucklader drin gehabt, weiß ich auch nicht warum. Genau. P51 ist abgeschossen worden von der G55. Perfekto, sage ich mal. Da hat die P47 zwar noch einen von uns rausgenommen, hat das aber mit seinem Leben bezahlt. Sehr schön. So,
Jetzt sage ich mir, was mache ich? Ne? Eine Basis ist noch da, die könnte ich jetzt zerstören. Problem ist, wir haben A sicher, weil hier sind keine Flugboote mehr. Deshalb habe ich danach kein Ziel mehr, weil dieses Ziel erscheint nur, wenn A übernommen wird. Deshalb hat man dann erstmal kein primäres Bombenziel mehr. Ich könnte das mitnehmen, kriegt ungefähr 500 Punkte und ja, aber da sind ja noch andere Ziele. Dreckige Lache, genau. Also das ist jetzt natürlich, weil ich kann in der Zeit, wo ich dahin fliege, ich könnte jetzt eine Schleife fliegen, erstmal ein bisschen Höhe gewinnen und so weiter und so fort. Das ist aber sehr, sehr mühselig mit diesem Flugzeug, weil die Steigrate ist angegeben im Wiki bei 255. Ich würde sie etwas drüber halten, weil die Geschwindigkeit, ja, ist euer Freund. Und wenn ihr diese beim Steigen so vernachlässigt, dann, naja, würde ich tief bleiben. Ich würde mit diesem Bomber nicht steigen. Wenn ihr einen Spawn habt, ganz vom Anfang, nutzt die Höhe, die ihr habt. Wenn ihr gelandet seid und startet, dann steigt nicht. Das macht keinen Sinn. So, ich habe jetzt ja das erste Pärchen. Also mit dieser 1000-Kilo-Bombe kann ich einen leichten Kreuzer rausnehmen. Das weiß ich. Das funktioniert sehr gut. Habe ich vorher schon mal getestet. Aber ich habe ja zwei zum Anfang. Was soll ich damit jetzt machen? Ich könnte damit zur Basis fliegen, da ist sehr viel Flak und ich bin nicht hoch und habe deshalb keinen Schutz. Schlecht, sagen wir es mal so. Ich könnte jetzt dann auf den Kreuzer gehen, würde ich aber eine 1000-Kilo-Bombe verlieren. Und die wird halt einfach, was heißt verlieren? Also, sie wird über. Ne? Und dementsprechend, es ist eben blöd, wenn die beide gleichzeitig geworfen werden, weil der Sprengradius ist so groß und ihr seht ja unten, die hängen vielleicht, was sind das? 2 Meter auseinander, würde ich mal so schätzen. Naja, so. Ich ziehe ein bisschen hoch. Die Kreuzer selber, ich glaube, ich wurde von denen noch nie ernsthaft getroffen. Von den Landungsbooten allerdings. Da habe ich schon ein, zweimal einen Treffer mitbekommen, wo ich sagte, Ölleck. Wasser. Loch in der Tragfläche. Oder was auch immer. Das ist vollkommen egal. Boah, ich rede schon wieder so viel. Ich muss mal gerade wieder trinken. Sekunde. Ah, Limettentee, ne? Geilste Sau. So, jetzt dachte ich erst, okay, gehst du in die Bombenansicht. Dachte ich mir aber, ne, machst du nicht. Weil, bei dem geht es mir ums Flächenbomben. Das ist vollkommen egal, ob die Bombe ein bisschen weiter links oder rechts landet. Das muss jetzt so passieren. Und die Fahrzeuge oder die Boote fliegen ja auch. Deshalb müssen wir ein bisschen gucken. Und mitten in die Mitte raus. 2 Sekunden Zeit. Timer. Und 9 Ziele weggeballert. Verdammte Kacke. Ja, der hat richtig gesessen. Habe ich vorher noch nie geschafft. Ein einziges Boot ist durchgekommen. Und da kommt jetzt gleich die G55. Und gibt mir dann dementsprechend noch die Abschlusshilfe. Wow, schreibe ich einfach nur, weil ja, da gab es die noch dabei. Das habe ich noch nie gehabt. Wirklich, ich habe es schon oft probiert. Manchmal so 2, 3, aber 9? Wow. Ne? Also das war echt cool. Genau, irgendwas wollte ich wieder schreiben und dann wieder weggemacht und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich aber noch 2 Bomben, die ich ja noch nutzen kann. Ne? Dementsprechend erstmal gucken. Und bei den Dingern, da, die müssen sitzen. Ne? Deshalb da in die Bombenansicht wechseln. Bei der Bombenansicht bitte nur ganz leicht. Das könnt ihr auch wunderbar mit dem Gamepad machen, wenn ihr auf PlayStation spielt. Ganz leicht lenken und lack, einmal raus das Ding. Vorher den Bombenschacht geöffnet, bitte dran denken. Bitte, bitte. Ich habe es schon selber so oft versaut. Angeflogen und dann auf einmal klick. Ich so, hä? Der Bombenschacht öffnet. Super. Ganz großes Tennis. So, leichter Kreuzer vernichtet. Das gibt ordentlich Punkte. Die leichten Kreuzer geben wirklich sehr, sehr gut Punkte. Das, wenn man die... Ne, guck mal, da sieht das 3700 jetzt schon. Wow. Sag ich mal. Eine Bombe habe ich aber noch. Ne? Das wäre cool, wenn man jetzt zum Beispiel zum Anfang die erst in der Mitte rauswerfen könnte. Weil sonst hätte ich ja auf dem Hinweg einen Kreuzer, dann die Boote. Und auf dem Rückweg wieder einen Kreuzer und hätte nicht wenden können. Dann hätte ich direkt wieder landen können. Naja. Man bedenke, der Feind hat noch 2 Flugzeuge. Die P-47. Und dann ist es noch, ich glaube jetzt weiß ich gerade nicht mehr aus dem Stegreif. Auf jeden Fall, das wird gleich noch interessant mit dieser P-47, sagen wir es mal vorsichtig. Ja, weil der Feind hat gut gekämpft und wir haben gut gekämpft. So, nächster Bombenangriff. Ich trinke mal wieder einen Schluck. Verdammt, ist dieser Tee lecker. Ich trinke aber auch gern Kaffee, ne? Muss man auch sagen. Ich bin alles Trinker. So, schön wieder, der sieht richtig schön in der Mitte aus. Einfach mal klack. Das Schöne bei diesen Schiffen ist, die bewegen sich nicht. Ne? Bomben für Blöde, also genau für mich perfekt. Jetzt drehe ich die Kamera so komisch, dass ich mir so nicht seekrank werden. Alles auf den Kopf und weg damit. Ziel zerstört, sehr schön ein leichter Kreuzer weniger. Ob ich die Karte so gedreht habe, weiß ich nicht. Ich brenne auch nicht, das ist halt einfach nur der Notschub. Ja, und dann bockert es ganz schön aus den Triebwerken raus, aber das interessiert mich nicht. Ne? Ist der Zweite Weltkrieg, sowas wie Cut oder so, da gab es andere Probleme. So. Da seht ihr, P-47 hat schon wieder jemand abgeschossen. Und eine Typhoon ist da, genau. Da wird es langsam so, okay. Ja, irgendeiner hat dann noch gesagt, so, hey, bring den doch zur Basis hin, zieh sie ein bisschen runter oder wie auch immer, ist ja vollkommen egal. Aber ja, da muss man immer gucken, dass es halt auch so passt. Das ist halt manchmal auch nicht so ganz leicht bei dem Spiel, ne?
Also wenn man sie dann zur Basis sieht, man hat natürlich eine sehr gute Flak bei A, finde ich zumindest. Das ist schon ganz nett. Ist nicht so stark wie am Flughafen selber. Und da sehen wir, die Typhoon hat es erwischt von der BF-109. Das ist sehr, sehr gut, die KSE. Weiß nicht, muss ich auch unbedingt mal erforschen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nett aus, sagen wir es mal so. So, jetzt geht der Landeanflug auch wieder los, weil das Gute ist, kurze Wege, ne? Guck mal, das sind ja wenige Kilometer, das schafft die Do locker flockig, weil sie auch so schnell ist, geht's halt echt sehr, sehr gut, keine Frage. Und perfekt ausfahren, hätte ich vielleicht noch ein bisschen warten können, weil, ja, ich bin jetzt wirklich ein bisschen langsam. Und da kommt die P47 an. Du Schweinehund da oben. Aber, bin ja noch nicht unten. Und so ein Landerbomber, wenn ich weiß, jetzt bei der P47 weiß ich, okay, die ist am Arsch, die kann nichts mehr. Da sind so viele Flieger oben, sie hat schon ordentlich geschossen, vielleicht hat sie, ja, die haben eh 1000 Munition dabei, aber vielleicht ist es ein bisschen eng, ja, da geht die G55 nochmal hoch, also sie ist auf jeden Fall in der Unterzahl. Wenn ich dann sage, ich mache so eine Harakiri-Aktion, nehme noch einen Bomber mit, das kann ich verstehen, aber nicht zum Anfang des Spiels oder so. Genau, so, eine, naja, nicht optimale Landung, aber ich habe schon mal das Ding auch schon schön gelandet, keine Frage. Genau, Klappen einfahren und dann müssen wir jetzt gucken, die P47 dreht. Mhm, okay. Wir sind nicht besonders schnell, dementsprechend, wenn die Distanz kleiner wird, dann kommt sie meistens so auf uns zu. So, das Ding schnell querstellen. Weil das ist jetzt genau der Punkt, wo ich mir sage, okay, das könnte eng werden. Die P47, wo ist sie? So, reparieren, 20 Sekunden noch. Das ist eng. Oh, oh. Was meinst du, wie die Pumpe ging danach? Also, musst du erstmal eine Runde LAN-Dusche nehmen. Wer das nicht weiß, das ist ein Deo. Da gab es früher. Naja, so, da fängt die ganze Flak an zu ballern. Sehr schön. Die dreht so ein bisschen von mir aus nach links weg. Und jetzt auf einmal kommt sie voll auf uns zu. Wir gucken unten eine Sekunde doch. Oh nein! Und jetzt, für die P47 ist es so, whoop, wir sind rumgegangen. Und da sehen wir die Schuss. Ja, wie geil, wir sind weggespawnt von hier. Er hat unten auf den Boden geschossen. Wir haben echt Schwein gehabt. Ja, leider hat die K4 jetzt nicht so viel Schwein gehabt, weil die hat es gerade ordentlich zerfetzt. Und wir haben echt sowas von viel Glück gehabt, weil ich denke mir auch so, what the fuck ist los hier? Ne? Und jetzt kommt es aber noch viel besser, die kommt dann zurück. Und guck mal, was sie alles, was sie rausballert, ne? Oh, oh, Ölleck, wir kriegen richtig ab. Ne? Also ihr seht unten, wie viel Schwarz da ist, ne? Das war nicht so gut. So, wir ziehen die Karre nach oben. Aber irgendwie, wir fahren das Fahrwerk ein. Nein, Mist, wir verlieren an Höhe. Oh, oh. Oh, oh, und wir reißen uns das Fahrwerk ab und dann ziehen wir die Karre nach oben und wir halten sie. Wir halten sie, ich schmeiß die Bomben noch weg und bombe mich fast selber noch tot. Da kriege ich noch einen mit, aber ich bin oben. Und das ist das Wichtigste nämlich. Ich habe es geschafft, konnte starten, es war wirklich sehr, sehr knapp. Die P47, wer nichts gesehen hat, die hat es gerade voll zerfetzt. Und also das war so ein geiler Showdown. 4541 Punkte waren das insgesamt. Mega geil. Also es war eine so gute Runde. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, sie nochmal nachzukommentieren. So bin ich eigentlich nicht so der Fan von, weil ich finde das live ein bisschen schöner. Da quatsche ich auch nicht so viel. Aber ja, super geil. Ihr seht, da habe ich noch eine Modifikationsebene erforscht. Ein bisschen weniger hatte ich zu dem Zeitpunkt. Genial, wirklich. Das war sowas von toll und man hatte sowas von viel Spaß gemacht. Richtig, richtig klasse. Ein ganz, ganz tolles Flugzeug. Wenn man ein Team hat, was vielleicht nicht ganz in den ersten 2 Minuten des Matches ausradiert wird. Also wir haben 11 Ziele zerstört, 13 Treffer, eine Abschlusshilfe haben wir sogar noch bekommen wegen dem Landungsboot. 2 Landungen, 2 Starts haben wir gemacht. Einfach toll. Naja, so darf es sein. Ich darf vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat Spaß gemacht. Da seht ihr noch meine ganzen Medaillen von ausgesehen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt War Thunder. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen guten Morgen oder was auch immer. Macht's mit Freude. Und Spaß, genau. Bis dann!